didn't even get to run. Hey Freunde, willkommen zum nächsten Video auf Jalacco Roland Fireworks. Und zwar dachte ich mir, wir schauen uns mal verschiedene Verbundfeuerwerke von Röder an. Also nicht direkt von Röder, sondern halt von dem Online-Shop von Röder, was Röder so anbietet. Und ich habe mir mal 7 Stück rausgesucht. Das sind meine Favoriten bis 100 Euro. Also die Grenze ist immer 100 Euro bei mir. Die ich persönlich kaufen würde, die ich schon mal gehabt habe und die ich euch einfach nur mal zeigen möchte. Das Video ist gleichzeitig noch ein Gewinnspiel. Ich habe ja letzten Monat das Gewinnspiel verpasst, weil ich halt im Urlaub war. Und ja, deswegen gibt es diese Woche gibt es 2 Gewinner, beziehungsweise nächste Woche. Es wird ja erst nächste Woche ausgelost. Und ihr könnt einfach mitmachen, indem ihr euer Lieblingsverbundfeuerwerk in die Kommentare schreibt, dem Video natürlich ein Like gibt und dann wird das Video ausgelost. Nächste Woche Sonntag, Sonntagmittag wird ausgelost und Sonntagabend sind dann stehen die Gewinner fest. Gewinnen könnt ihr ein kleines Überraschungspaket, da ist Merchandise drin, da kann ein T-Shirt vom Pyroland drin sein, eine Kappe vom Pyroland, da können Einkaufstaschen drin sein, Aufkleber. Also eine kleine bunte Mischung von jedem etwas, also macht ruhig mit, also es lohnt sich schon. Und ja, ich denke mal, wir gehen mal gleich rein und schauen uns mal das erste Verbundfeuerwerk an. Wir haben hier, ja wie gesagt, 7 Stück und wir fangen mal mit dem günstigsten an. Das ist hier die Noise Kick Box von Volt bzw. Leslie. Wir haben hier 30 mm, 1000 Gramm natürlich und kostet 55 Euro. Die Box hat mich überzeugt, letztes Jahr Silvester, diese Blinker, die waren so heftig und so groß, damit ich mir gedacht habe, ey, das ist F2, das kann echt manchmal gar nicht sein. Und die Falling Leaves vor allen Dingen sind auch sehr schön. Ja. Die blauen Falling Leaves, wenn ihr die jetzt seht, die halten sich nicht lange, das hat aber nie irgendeine Firma richtig schön hinbekommen. Und ja, meine Arbeitskollegen, die schreibt gerade, weil wir gleich los wollen. Also das ist schon mal die erste Verbundbatterie. Falls ihr sie noch kennt, die Vanessa, die Losfee, hat geschrieben und das würde ich mal sagen, breche ich das Video kurz an der Stelle ab und mache dann später weiter, wenn wir wieder da sind. Also Freunde, macht's gut, bis später. Ich glaube, ich habe gerade in die falsche Richtung geguckt. Ich musste da oben reingucken. Gut, bis mach später. Nein, no, das lassen weg. Wir so. Ich habe die ganze Zeit nach unten geguckt. Das lassen wir so. Nein. Los, machen wir neu. Mach das weg. Ja, dann können wir ja schneiden, ne? So Freunde, da ist sie. Ja? Oh. Und wir machen jetzt los. Also, bis gleich. So Freunde, da bin ich wieder. Wir machen gleich weiter. Ich war jetzt 2 Stunden weg, für euch sind es jetzt 3 Sekunden. Wir hatten die Noise Kick Box uns angeguckt und wir gehen gleich zum nächsten über und zwar diesmal von Röder, die Jubelbox. Wunderschöne Batterie, muss man was heißt Batterie, ist ja Verbundfeuerwerk. Aber ich hatte ein Problem, meines durchgezündet an Silvester, sprich die erste Batterie, die ich angezündet habe von dem Verbund, hat gleichzeitig auch die letzte Batterie angezündet. Deswegen war es ein bisschen kurz, also diese 90 Sekunden waren bei mir vielleicht 25. Aber wenn sie normal läuft, so wie jetzt hier, kann man dagegen nichts sagen. Es sind knapp 70 Euro für diese Batterie oder diesen Verbund, ja. Ich sage immer Batterien gerade zur Zeit. Aber den kann man sich echt mal gönnen oder halt... Ihr seht ja selber, also die Effekte an sich sind auch schön groß, wenn man das jetzt hier so mal ansieht. Also ich muss sagen, ich mag diese Jubelbox sehr, vor allen Dingen wegen das 20 Jahre Röder, haben sich halt was einfallen lassen, haben halt geguckt, okay, welche Effekte, ja, was passt zusammen, was sieht gut aus. Und ich muss sagen, mir gefällt's. Ja, ist wenig Crackling drin, ja. Cracking kommt, glaube ich, zum Schluss nochmal oder bei der vorletzten Batterie. Ja, genau. Ja. Und auch für die Größe, also für den Kaliber ist das Wahnsinn. Weil wenn man überlegt, das sind ja keine 30 mm. Ne? Das ist ja, ich glaube, es sind 25, soweit ich weiß. Können wir gleich nochmal gucken oben. Das war's, ich glaube 25. Ja, genau, 25. Also auf jeden Fall, den
kann ich euch auch empfehlen. Und wir machen mal gleich weiter mit den nächst teureren, den ich auch schon persönlich hatte. Die ersten drei hatte ich persönlich, deswegen kann ich da auch sehr gut mitreden. Und zwar ist das hier die Double Camuro von Leslie. Wahnsinnsteil. Also Leute, wenn ihr die noch nicht live erlebt habt, holt sie euch. Doppelgold, wunderbar. Und vor allem die Abschüsse immer. Bam, bam, bam. Es sind halt immer so verschiedene Abschüsse, aber halt immer ein doppeltes Gold. Zum Schluss sind normalerweise noch grüne Sterne dabei, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Video hier auch so ist. Das werden wir gleich mal rausfinden. Aber wie gesagt, die Lautstärke ist echt, also kann man nicht meckern. Ich sehe gerade. Also die hat jetzt keine grünen Sterne. Also meine Double Camuro hatte noch grüne Sterne in der letzten Batterie, aber ich denke mal, wie gesagt, es gibt ja auch verschiedene Chargen. Vielleicht hatte ich mal eine andere erwischt. Also die ist auf jeden Fall auch zu empfehlen für den Preis und wir können gleich mal weitermachen. Einmal The Legend, einmal Code Red. Code Red finde ich persönlich schön und The Legend ist halt nochmal andere Effekte. The Legend, die wir jetzt angucken, hat ein bisschen... Naja, ich will nicht sagen weniger edle Effekte, aber ihr seht schon viel Blinker, ihr habt halt diese Kirschblüten-Effekte, was die Code Red natürlich auch hat, ne? Also die sehen wir uns gleich nochmal an. Können wir mal so ein bisschen vorspulen, das sind immer so Batterien, das war die erste, das ist jetzt die zweite Batterie, die anfängt. Ihr könnt ja auch nochmal, ich verlinke Röder unten, wenn ihr irgendwas nachschauen wollt, schaut selber schon mal nach. Ihr könnt die Videos ja euch selbst privat noch angucken. Und hier ist das Finale halt das Ausschlaggebende bei The Legend und bei Code Red auch. Das Crackling jetzt hier an sich gefällt mir nicht so schön, weil das vor dem Finale ist. Und jetzt kommt das Finale. Ja, wenn es wirklich so ist, haut das ziemlich rein. Muss man mal ganz ehrlich sagen. So, und dann haben wir natürlich jetzt Code Red. Das ist mein persönlicher Favorit. Den würde ich ja dieses Jahr gerne mal zünden. Sind zwar auch bis 25 mm, aber volle NEM. Und ist halt so ein rotes Thema. Ne? Wenn man schon guckt, den schönen Aufstieg, denn diese Kirschblüten rot, blau, grün. Ja, also es ist wirklich eine schöne Kombination, muss man sagen. Habe ich mich so ein bisschen verlorft. Ja, grün, rot, blau. Diese roten Kirschblüten dazu. Das sind nicht mal Blinker, sind ja wirklich so diese Kirschblüteneffekte. Jetzt haben wir Blinker dabei. Und wenn ihr euch jetzt überlegt, wenn Silvester der Himmel komplett vernebelt ist und ihr habt dennoch diese roten Blinker dabei. Also was heißt komplett vernebelt, also ein bisschen vernebelt, komplett ist scheiße, aber so wie es jetzt ist, wunderbar. Jetzt haben wir wieder das Problem, vor dem Finale ist jetzt wieder hier dieses Crackling dabei. Gefällt mir persönlich nicht, aber das Rote. Ja. Da haben wir das Handy, ist ja auch real. Also die gefällt mir theoretisch auch noch ganz gut. So, und wenn wir noch beim Roten sind... Habt ihr jetzt so langsam mitgekriegt, so rot ist so ein bisschen mein Thema. Da haben wir noch von Leslie die Red Wire Autograph Box. Die ist halt wirklich nur in grün, in rot. Also vor allen Dingen auch schön rot. Ja. Und wenn ihr mal guckt, das steht ziemlich lange. Natürlich hat die Box jetzt nur diesen Effekt, also keinen anderen. Ihr seht nur dieses. Ist halt Geschmackssache. Ja, also wenn man es im Feuerwerk einbauen kann, ist die Batterie oder der Verbund richtig gut. Wenn man mal guckt, das Rot ist intensiv, es steht lange. Also, und das ist ja wirklich ein Video, so wie es da ist, ja. Also so kommt die Box, so wird sie geschossen. Ist jetzt kein Produktvideo, das ist selbst aufgenommen von Röder hier. Bei Volt hatten wir jetzt das Problem, das sind halt noch Produktvideos, ja. Das wurde jetzt nicht selbst abgefilmt. Ja, mehr macht die Batterie hier auch nicht. Und dann kommen wir auch schon zur letzten. Ich denke mal, wir haben hier heute schon genug gelabert.
möchte euch ja nur ein Jahr mal vorstellen und möchte mal wissen, was so eure Favoriten sind. Bis 100 Euro natürlich. Ja, nicht in Warenkorb, haben wir doch schon. Ich wollte Video. Hier haben wir diesmal 30 mm und volle NEM auf 100 Schuss. Also sprich Kaliber nochmal 10 mm größer, 5 mm größer, gleiche Schusszahl. Ne? Aber ich finde hier die Effekte sehr schön, werdet ihr gleich sehen. Also diese Lanzen, diese wunderschönen, ich sag jetzt mal Time Rain Lanzen dazu. War jetzt die erste Box von 4. Dann hast du dieses Gold, was auch schön lange steht. Und auch hier wieder, es ist halt, ihr seht ja schon, das ist ein Privatvideo von Röder sozusagen, beim Vorschießen abgefilmt. Und das Gold ist richtig schön, das kann man ehrlich so sagen. Also es zieht sich lange runter. Und vor allem diese dicken Spinnen, ich sag mal Spinnenbeine dazu, die goldenen, Hammer. Also die bleiben auch schön lange stehen. Also ich würde fast sagen, was Besseres kriegt man nicht. Aber das Problem ist halt immer, es gibt immer was Besseres. Aber man muss ja auch irgendwann mal mit dem zufrieden sein, was man halt findet und was man kriegt. Und auch hier diese Spider. Spider-Kometen. Ja, ist halt natürlich ein bisschen kürzer, aber ist gut. Also, ich muss sagen, mir gefällt's. So, Freunde, das war's dann auch schon wieder hier von dem Vorstellungsvideo, würde ich ja fast sagen. Ist natürlich Werbung für Röder, aber das mache ich jetzt von mir aus. Ich habe schon überlegt, ob ich das auch nochmal mit Pyroland mache. Und da werde ich mal schauen, ob ich das dann noch, jetzt denke ich mal, die nächsten 2-3 Monate schaffe. Ist bei mir mal das zeitliche Problem. Für Röder habe ich das jetzt extra gemacht, weil ich noch sagen wollte, Röder hat halt das Vorschießen, ja, am 16.10. Und dass nochmal das Gewinnspiel kommt, damit ihr nochmal die Möglichkeit habt, nochmal ein paar Sachen zu gewinnen. Tja, ansonsten, wie gesagt, Röder ist unten verlinkt. Das ist ein Affiliate-Link. Wenn ihr darüber bestellt, unterstützt ihr mich. Ich kriege eine kleine Provision dafür, wenn ihr Neukunde seid. Und ansonsten, ja. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, meine Auswahl hat euch gefallen. Es gibt natürlich immer bessere. Von Funke hatte ich, beziehungsweise von Argento hatte ich letztes Jahr auch ein Verbundfeuerwerk für, ich glaube, 60, 70 Euro. Der hat mich aber nicht so überzeugt. Und ja, alle Verbünde, die von Funke drin sind, die ausverkauft sind, habe ich natürlich jetzt auch nicht drin. Ansonsten wäre Funke auch drin gewesen. Aber ansonsten denke ich mal, ist das eine schöne kleine Auswahl, so unter 100 Euro oder bis 100 Euro. Und ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Video. Haut rein und macht's gut.